Es gibt Leute, die haben Angst vorm Fliegen. Vollkommen klar, das ist Flugangst. Es gibt Leute, die fliegen nicht mit bestimmten Fluggesellschaften oder mit bestimmten Flugzeugtypen aus bestimmten Ländern, einfach weil sie sich bei der von ihnen ausgesuchten Fluggesellschaft wohler fühlen oder warum auch immer. Auch das ist noch ziemlich einleuchtend. Dass ein Passagier jetzt aber wirklich Angst hat vor einem bestimmten Flugzeugtypen, das gab es so dann wohl doch eher selten. Und schon gar nicht bei einem der erfolgreichsten Flugzeuge der Welt. Es gibt eine neue Umfrage zum Thema 737 Max und die schauen wir uns heute einfach mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, jetzt haben wir das Thema 737 Max mal so eine Zeit lang ruhen lassen und mittlerweile haben wir die 3 Monate Grounding dann auch voll. So lange steht die 737 Max mittlerweile überall auf der Welt am Boden, ist bei keiner Fluggesellschaft im aktiven Passagierbetrieb unterwegs. Und 3 Monate, das ist wahrscheinlich Zeit genug, sich das Ganze nochmal vernünftig durch den Kopf gehen zu lassen. Und mittlerweile hat wahrscheinlich jeder eine Meinung zum Thema 737 Max. Die ganzen Videos, die wir in den vergangenen Wochen zu diesem Thema gemacht haben, die findet ihr mittlerweile übrigens auch in einer Playlist auf meinem Kanal, hoffentlich mehr oder weniger gut sortiert, sodass man einen besseren Überblick hat, was wir schon besprochen haben oder was wir eventuell noch offen gelassen haben. Nur das mal so am Rande. Jetzt aber zum eigentlichen Thema von heute. Also 3 Monate Zeit. Die meisten haben eine ganz klare Meinung über das Thema 737 Max, haben sich eine Meinung gebildet über das Unternehmen Boeing. Und nach 3 Monaten, das ist wahrscheinlich auch genug Zeit, um sich mal etwas genauer zu überlegen, inwiefern diese ganze Nummer, die ganze 737 Max Geschichte, inwiefern das Auswirkungen haben wird auf das Wohlbefinden der Passagiere, wenn diese Maschine dann irgendwann wieder in der Luft ist. Und dazu gibt es jetzt eine neue Umfrage, eine sehr interessante Umfrage mit knapp 40 Fragen von der sogenannten Atmosphere Research Group. Dabei wurden vor knapp 4 Wochen insgesamt 2000 amerikanische Passagiere befragt. Passagiere, die im Schnitt pro Jahr durchschnittlich 3,9 Reisen mit dem Flugzeug aus geschäftlichen Gründen machen und 2,4 Reisen pro Jahr im Flugzeug aus privaten Gründen. Freizeit, Urlaub, wie auch immer. Ich finde, das ist nicht gerade wenig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch tatsächlich so oft pro Jahr mit dem Flugzeug auch aus diesen eben genannten Gründen unterwegs sind, weil sie müssen bzw. weil sie wollen. Für die eigentliche Auswertung der Umfrage wurden die Passagiere dann aufgeteilt in Leute, die hauptsächlich aus geschäftlichen Gründen ins Flugzeug steigen und Leute, die hauptsächlich aus Freizeitgründen ins Flugzeug steigen. Und die Umfrage fängt dann ganz einfach an, wir gehen das Ganze jetzt einfach einmal durch, die Umfrage fängt ganz einfach an mit der Frage, ob diese Passagiere überhaupt mit Sorgen oder mit irgendwelchen Bedenken, mit irgendwelchen negativen Bedenken ins Flugzeug steigen. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, was bei dieser Frage rausgekommen ist, vollkommen klar, für den wirklich großen Teil der Business- bzw. Freizeitpassagiere ist das Fliegen heute natürlich absolut selbstverständlich. Da machen sich nur 3 bzw. 4% der Passagiere anscheinend überhaupt Gedanken, bei denen ihnen ein bisschen unwohl wird beim Thema Fliegen. Und der Anteil der Passagiere, der dann wirklich ernsthaft Flugangst hat, also Angst vor dem Fliegen an sich, der ist dann sicherlich auch nochmal ein ganzes Stück geringer. Mit der zweiten und dritten Frage versucht man dann herauszufinden, ob die knapp 2000 Passagiere hier jetzt überhaupt irgendetwas von einem Grounding eines Passagierflugzeuges mitbekommen haben. Ob und wenn ja, welches Flugzeug von der FAA zum aktuellen Zeitpunkt am Boden gehalten wird. Und ihr wisst ja selbst, wie es ist. Hierzulande beispielsweise war die 737 Max auch immer mal wieder Thema in der Tagesschau, sogar ab und zu mal mit einer groben Erklärung des MCAS. Und so wirklich drumherum kommen, das konnte man bei dem Thema eigentlich gar nicht. Und das zeigt sich natürlich dann auch dort in den Ergebnissen. Knapp 3/4 der Passagiere wissen hier, klar, eine Maschine wird gerade von der FAA am Boden gehalten. Und wiederum gut 1/3 der hauptsächlich aus Freizeitgründen fliegenden Passagiere, die wissen ja auch, dass es sich bei dem Flugzeug, das da aktuell am Boden gehalten wird, dass es sich dabei um die 737 Max handelt. Bei den Business-Passagieren sind es interessanterweise gut 7% weniger, die hier wirklich ganz klar wissen, das ist die 737 Max. Das ist jetzt aber, denke ich mal, auch gar nicht so wichtig. Viel interessanter ist hier, dass bei beiden Passagiergruppen, bei den Freizeit- und Business-Passagieren, nochmal gut 10% der Passagiere der Meinung sind, dass hier aktuell von der FAA die 737NG am Boden gehalten wird, also der Vorgänger der Boeing 737 Max. Ja, das dürfte ja schon mal einige verwirrte Anrufe im Service Center von beispielsweise Southwest Airlines erklären. Nochmal gut 5% der Passagiere sind übrigens der Meinung, dass aktuell die 787, also der Dreamliner, gegroundet ist.
Die nächste Frage bezieht sich dann auf die Verantwortung für die beiden 737 MAX Unglücksflüge. Und hier ist die Antwort ziemlich eindeutig. Die Passagiere, und das ist auch ganz egal, ob es sich um einen Business oder um einen hauptsächlich Touri-Passagier handelt, die sind der Meinung, dass hier die Verantwortung hauptsächlich bei Boeing, also beim Flugzeughersteller, liegt. Das ist die Antwort von gut 60% der Passagiere. Dazu kommen noch mal gut 20%, die der Meinung sind, dass hier die FAA, also die zuständige Zulassungsbehörde, die Verantwortung trägt, und dazu gesellen sich dann noch mal knapp 10% für die Fluggesellschaften. Also auch die werden hier nicht aus der Verantwortung rausgenommen. Als wirklich schuldig gelten zum aktuellen Zeitpunkt in den Augen der Passagiere aber hauptsächlich der Flugzeughersteller Boeing und halt eben die Luftfahrtbehörde der USA, also die FAA, denn die hat ja letztendlich den Daumen dafür gegeben, dass die 737 MAX in dieser Form überhaupt im aktiven Passagierbetrieb bei den Fluggesellschaften unterwegs sein darf. Und sie haben die Maschine natürlich auch nach dem Lion Air Absturz, spätestens da waren Probleme mit dem Angle of Attack Sensor wirklich bekannt, sie haben die Maschine daher auch in der Luft gelassen. Und das finden die Passagiere tatsächlich nicht gut. Beim darauffolgenden Punkt wurden die Fluggäste dann gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in den ersten 6 Monaten nach Rezertifizierung, nach Wiederinbetriebnahme der Boeing 737 MAX, wie wahrscheinlich es ist, dass sie dort mit diesem Flugzeug fliegen werden. Dafür konnte man wählen auf einer Skala von 1, sehr unwahrscheinlich, bis 10. Sehr wahrscheinlich. Und das Ergebnis zeigt, dass gut die Hälfte der hauptsächlich aus geschäftlichen Gründen fliegenden Passagiere, dass die in den ersten 6 Monaten die Punkte 1 bis 5 wählen, also eher auf der ablehnenden Seite stehen. Bei den Freizeitpassagieren sind es sogar 55%, die sich hier für die Punkte 1 bis 5 entschieden haben. Nach einem erfolgreichen Betrieb der Boeing 737 MAX bei den Fluggesellschaften für 12 Monate sinkt die ablehnende Haltung der Passagiere, zumindest aus heutiger Sicht, bei den Business-Passagieren auf gut 34%, bei den Freizeitpassagieren haben dann noch gut 41% der Passagiere die Punkte 1 bis 5 gewählt. Ja, also daran sieht man, dass das hier wirklich eine Vertrauensfrage ist. Ein Vertrauen, das die 737 MAX verloren hat, größtenteils bei den Passagieren verloren hat. Und ein Vertrauen, das sich eben jetzt mit viel Zeit ohne Zwischenfälle vor allem, wieder zurückerarbeitet werden muss. Bei der jetzt gerade eben besprochenen Frage, also bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Fliegens mit der 737 MAX nach 12 Monaten erfolgreichen Betrieb des Flugzeuges ohne Zwischenfälle, da kreuzen aus heutiger Sicht aber tatsächlich immer noch 8% der Business-Passagiere, der Geschäftsreisepassagiere, immer noch den Punkt 1 an, also sehr unwahrscheinlich. Und 9% sind das bei den Freizeitpassagieren, die hier auch immer noch den ersten Punkt wählen. Und lässt sich diese Umfrage jetzt wirklich nur einigermaßen auf das Verhalten oder auf das Wohlbefinden der Passagiere, vielleicht nur der amerikanischen Passagiere, vielleicht aber auch der weltweiten Passagiere übertragen? Und das ist durchaus möglich, das war schon erschreckend passend bei Umfragen mit einer deutlich geringeren Teilnehmeranzahl. Wenn das jetzt einigermaßen passt, dann ist das gerade bei einem der erfolgreichsten Passagierflugzeuge der Welt, 8 oder 9%, das ist natürlich eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Passagieren, die sich hier ganz klar gegen die Boeing 737 MAX entscheiden würden. Und gerade für Fluggesellschaften wie beispielsweise Southwest Airlines oder auch Ryanair, also Fluggesellschaften, die sicherlich in einigen Jahren dann einen Großteil der Flotte in Form einer 737 MAX auf dem Hof stehen haben werden, gerade bei diesen Fluggesellschaften ist das dann ein nicht zu unterschätzender Minuspunkt bei diesem Anteil an Passagieren. Und genau darauf zielen dann auch die nächsten Fragen ab. Dort wurde unter anderem herausgefunden, dass gut 40% von Geschäfts- und Freizeitpassagieren, dass gut 40% der Passagiere, dass die erst einmal eine zeitlich ihnen nicht ganz so gut passende A320-Verbindung, der zeitlich besser passenden 737 MAX-Verbindung, vorziehen würden. Und sogar gut die Hälfte der Passagiere, und auch hier ist es erst einmal egal, um welche Gruppe es sich jetzt explizit handelt, gut die Hälfte der Passagiere würde sogar in diesem Beispiel einen für Hin- und Rückflug $80 teureren Flug mit dem A320 der 737 MAX-Verbindung vorziehen. Und das gab es wohl doch eher selten, dass Leute ein gutes Stück mehr Geld in die Hand nehmen möchten, um einen bestimmten Flugzeugtypen des größten Flugzeugherstellers der Welt wirklich zu meiden. Ja. Gut, obwohl ich aber auch denke, dass das nicht so wirklich aussagekräftig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die heute ihren Flug buchen und dabei wirklich 0,0 auf den Flugzeugtypen achten, sondern wirklich nur auf den Preis, ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen Leuten auch nach Wiederinbetriebnahme der 737 MAX, dass da auch hauptsächlich auf den Preis geguckt wird und dass da der Flugzeugtyp auch sehr schnell wieder egal ist. Interessant zu beobachten wäre an dieser Stelle jetzt aber, ob die Fluggesellschaften eventuell auf ihrer Internetseite, wo man die Flüge dann ja buchen kann, ob sie da eventuell den Flugzeugtypen, der dann eventuell einfach mal darunter steht oder sowas, ob die das vielleicht ein bisschen kleiner machen, ein bisschen mehr an die Seite packen oder sowas, dass da nicht groß und dick Boeing 737 MAX steht. Das kann ich mir nämlich gut vorstellen, weil wirklich groß Werbung machen kann man mit diesem
vielleicht ganz neuen oder vielleicht auch ganz, ganz tollen neuen Flugzeug. Das kann man jetzt nicht unbedingt machen. In einer der letzten Fragen sollten die Teilnehmer dann Worte ankreuzen, die das Unternehmen Boeing zum aktuellen Zeitpunkt, also während der ganzen 737-MAX-Geschichte, während das alles bekannt ist, die das Unternehmen Boeing heute beschreiben. Und sie sollten Worte ankreuzen, die das Unternehmen Boeing ihrer Meinung nach beschreiben zu dem Zeitpunkt vor dieser ganzen 737-MAX-Nummer. Und das, was dabei rausgekommen ist, das ist auch wirklich interessant, müssen wir gar nicht allzu sehr ins Detail besprechen. Ich packe euch, wie immer, wenn ich dran denke, die ganze Umfrage unten mal in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das alles nochmal ganz genau durchlesen. Da ist das dann auch ganz genau aufgedröselt, wie viel Prozent der Passagiere sich dafür irgendwas entschieden haben und da eventuell von einem Wort zum nächsten gewandert sind. Wichtig ist erst einmal nur, dass das Wort, was für den Zeitraum vor der 737-MAX-Geschichte das Unternehmen Boeing laut Meinung der Passagiere am wenigsten beschrieben hat, und zwar ist das Wort unverantwortlich, dass dieses Wort für den Zeitraum während dieser ganzen 737-MAX-Geschichte, dass das jetzt ganz oben auf der Liste steht. Also es ist das Wort, was zum aktuellen Zeitpunkt laut Meinung der Passagiere das Unternehmen Boeing am treffendsten beschreibt. Und das ist damit wohl auch ein ganz guter Schlusspunkt. Und es ist auch vollkommen egal, ob diese Umfrage jetzt wirklich perfekt treffend ist, ob die wirklich eine wahre Situation für die Zukunft gut voraussagen kann oder eben nicht. Es ist, glaube ich, vollkommen klar, was man zum aktuellen Zeitpunkt aus dieser Umfrage schließen kann. Und das ist, dass man hier innerhalb kürzester Zeit wirklich massiv das Vertrauen in ein Unternehmen, in ein langjährig bestehendes Unternehmen, in ein wirklich großes Unternehmen und deren Flugzeuge, dass man das Vertrauen innerhalb kürzester Zeit massiv beschädigt hat. Und das gilt es jetzt natürlich auf eine clevere und vor allem glaubwürdige Art und Weise zurückzuholen. Ja, ob dabei eine Umbenennung des Flugzeuges, wie jetzt beispielsweise bei Ryanair schon geschehen, auf den Namen 737 Game Changer, ob das dabei wirklich helfen wird, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Ansonsten kann man noch dazu sagen, die FAA hat heute bekannt gegeben, dass man davon ausgeht, dass die Maschine ziemlich sicher noch vor Jahreswechsel wieder fliegen darf. Das klingt zumindest natürlich erst einmal nach Fortschritt bei der Zulassung und Überprüfung der Maschine und bei der Überprüfung des Software-Updates. Ansonsten einen genauen Zeitraum hat man natürlich noch nicht genannt, solange bleibt die Maschine selbstverständlich erst einmal bei den Fluggesellschaften am Boden. Gut, so viel also dazu. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ja, lasst es euch gut gehen und tschüss.